Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Live-Video in der Facebook-Gruppe Lieben ohne Leiden. Ganz herzlich willkommen. Und ja, falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach und Spezialistin für leidvolle toxische Beziehungen. Und ich habe die Lösung für dein spezielles Beziehungsproblem, ob es nun toxische Beziehungen sind, Affärenthemen, ob du ständig alleine bist, ständig Single bist, nie den richtigen Partner, die richtige Partnerin findest, ja, immer wieder verlassen wirst, selber Bindungsangst hast oder immer wieder mit Partnern oder Partnerinnen zu tun hast, die selber bindungsängstlich sind, ist ganz egal. Ich habe die Lösung für jedes Problem. Darauf habe ich mich spezialisiert. Und ja, jeden Tag in Einzelsitzung, ob nun persönlich bei mir in der Praxis oder in Online-Sitzung, kann ich diese ja, Erfolge erleben. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich begrüße auch natürlich alle, die hier neu sind in dieser Facebook-Gruppe Lieben ohne Leiden. Und ja, bei den Eingangsfragen, wenn du hier reinkommen möchtest in die Gruppe, ist es so, dass ich natürlich Fragen stelle. Dass ich frage, warum möchtest du in die Gruppe und was beschäftigt dich gerade? Und ja, da lief mir wieder mal also eine ganz typische Frage über den Weg zu dem Gedankenkarussell, zu diesen Gedankenkreisen, was besonders dann intensiv und heftig ist, wenn die Beziehung beendet wurde. Es ist dann egal, ob du die Beziehung beendet hast oder ob der andere Schluss gemacht hat. Dieses Gedankenkreisen ist trotzdem da, aber gerade in toxischen Beziehungen hat man auch dieses Gedankenkreisen in der Beziehung. Und ihr wisst ja auch, dass ich mal eine toxische Beziehung hatte, denn ich habe das natürlich alles selbst durchlebt. Wenn das nicht passiert wäre, würde ich heute den Menschen nicht helfen können. Ich habe ja nicht nur eine toxische Beziehung erlebt, sondern eben auch viele toxische Konstellationen. Es gibt ja nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch geschäftliche Beziehungen und Freundschaften. Und da habe ich dieses Muster immer und immer wieder durchlebt, bis ich es dann irgendwann mal kapiert habe und gelöst habe für mich. Und daraus ist eben meine Love Reset Methode entstanden, die basiert auf der Hypnosetherapie, kombiniert mit vielen anderen Methoden noch und ja, Geheimnissen, die ich für mich entdeckt habe, weil so wie ich eben klassisch die Hypnosetherapie oder die anderen Techniken gelernt habe, war es eben nicht möglich, wirklich in der Tiefe diese toxischen Beziehungen zu lösen. Deswegen muss man verstehen, was sind toxische Beziehungen wirklich und was sind diese tieferen Gründe, erst wenn du die tiefste Ursache, den tiefsten Grund dafür findest. Und das ist oft nicht nur ein Grund, das sind mehrere Zusammenhänge, das sind eigentlich auch Zusammenhänge des Lebens. Da kommt auch das Spiegelgesetz, das Resonanzgesetz mit ins Spiel. Wenn man das alles zusammennimmt, löst man die toxischen Beziehungen und ist frei und kann ab diesem Moment ganz andere ja, Erfahrungen machen. Zum Thema Gedankenkarussell. Ich hatte gesagt auch, ich hatte eine toxische Beziehung erlebt und ich hatte verrückterweise das Gedankenkarussell an diese bestimmte Person schon vor der Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ihr könnt ja gerne mal unter diesem Video dann kommentieren, ob ihr das auch schon erlebt habt. Gedankenkreisen, bevor du überhaupt mit der Person zusammengekommen bist, dass du dann ständig an die Person gedacht hast. Die Person war der erste Gedanke beim Aufwachen, der letzte Gedanke beim Einschlafen. Also man ist manchmal, das ist nicht immer so, manchmal kommt das auch plötzlich, dass man sich kennenlernt und ja, vorher die Person auch nicht kannte. Aber schreib mal rein, wenn du das vielleicht auch kennst, dieses Gedankenkreisen davor, wo noch gar nichts passiert ist, ja. Und ich denke, auch das könnt ihr gerne mir in die Kommentare reinschreiben, wie es bei euch war, wann das Gedankenkreisen bei dir angefangen hat. Und bei den meisten ist es eben auch schon in der Beziehung, dass du in der Beziehung, die toxisch ist, die on-off ist, wo du nicht weißt, woran du bist, die immer so unsicher ist, wo er oder sie sich immer wieder rauswindet oder wo du immer wieder zurückspringst, dass du trotzdem exzessiv an diese Person denken musst. Und wie gesagt, ganz schlimm ist es dann am Ende der Beziehung, wenn er oder sie Schluss gemacht hat, ja, dass einfach
die Gedanken dann total durchdrehen und dass du gar nicht mehr so runterkommst. Und da möchte ich dir jetzt diese Gründe und Ursachen dafür geben und natürlich auch die Lösung von diesem Problem. Also, zum Gedankenkreisen. Das entsteht eben vor allem dann am Ende der Beziehung durch den Entzug vom Partner. Du hast diesen Entzug vom Partner oder der Partnerin auch teilweise in der Beziehung. Nämlich immer dann, wenn off ist oder wenn er oder sie sich zurückzieht. Das sind wie so kleine Enden der Beziehung, wenn ich es mal so bezeichne. Also es ist immer wie Mini-Schluss, okay? Oder du weißt nicht genau, ob Schluss ist. Und eben ganz krass am Ende, weil du hast dann den Entzug vom Partner, er ist dir nicht mehr sicher. Und wenn du verstehst, was toxische Beziehungen wirklich sind, toxische Beziehungen sind Suchtbeziehungen. Der Partner, der Partnerin ist die Droge. Und wie bei jeder anderen Sucht, wenn du auf Entzug bist, ist es ein Entzugssymptom dieses Gedankenkreisen, dass du die Droge, heißt den Partner, die Ex-Partnerin, den Ex-Partner jetzt gerade nicht bei dir hast, okay? Und das macht dieses Gedankenkreisen. Wie der Alkoholiker, der Drogenabhängige, der auf Entzug ist, der denkt Tag und Nacht immer nur an die Droge. Wann kriege ich wieder was? Warum nicht? Und weshalb? Und genauso ist es da auch. Also, ein Suchtsymptom. Du bist süchtig, du bist abhängig. Toxische Beziehungen führen in eine Liebessucht. On-off führt in eine Liebessucht. Habe ich auch in vielen YouTube-Videos erklärt, in vielen Podcasts. Hör da auch gerne rein in meinen Podcast, der heißt genauso Lieben ohne Leiden. Da habe ich es ganz intensiv erklärt. Also, es entsteht zweiter Punkt, ein Kontrollverlust. Du verlierst die Kontrolle über deinen Partner, deine Partnerin. Er oder sie macht, was sie will, macht, was er will. Und du kannst es nicht mehr kontrollieren, egal was du machst, egal wie lieb du bist, egal wie viele Nachrichten du verschickst. Du kommst in den Kontrollverlust und dein Gehirn, dein Kopf, dein Verstand möchte die Kontrolle wiederherstellen, indem du drüber nachdenkst, drüber nachgrübelst. Du wirst Antworten haben, du wirst wissen, warum hat er oder sie das gemacht? Was ist der wirkliche Grund? Habe ich irgendwas gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Habe ich was Falsches gemacht? Was muss ich machen, dass wir wieder zusammenkommen? Warum ist er oder sie so? Ja, du versuchst die Kontrolle wiederherzustellen, was dir natürlich nicht gelingt, denn selbst wenn wir deine Ex-Partnerin, deinen Ex-Partner, gerade wenn er oder sie sehr narzisstisch ist, einfangen könnten, auf den Stuhl festbinden könnten und sagen, Pistole auf die Brust, sag mir jetzt, warum hast du so und so gehandelt, warum bist du so, warum hast du das gemacht? Teilweise, sage ich dir ehrlich, könnte der Partner das selber nicht erklären. Denn wenn es sich um einen stark narzisstischen Menschen handelt, handelt dieser Mensch aus Impulsen heraus und könnte selber nicht sagen, ja warum, der Impuls war da. Also oftmals ist nicht mal das bewusst. Also du wirst die Antwort nie finden. Ja, okay, was mache ich jetzt? Dann darfst du eben verstehen, was noch der Grund ist. Der Grund ist mangelndes Vertrauen. Mangelndes Vertrauen in dich, in deine Wahrnehmung und auch in, ja, überhaupt in dich. Dieses mangelnde Selbstvertrauen. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich habe was falsch gemacht, ich habe was Falsches gesagt, ich bin falsch. Bestimmt ist da draußen, da ist eine oder einer, der besser ist als ich. Du vertraust dir nicht selbst. Du hast Angst, verlassen zu werden. Und da kommen wir schon auf den nächsten Punkt. Der nächste Punkt, was Ursache ist fürs Gedankenkreisen, ist eine Retraumatisierung. Der Partner geht, er verlässt dich. Und da kann es sein, dass ein altes Trauma, die Verlassenheitswunde in dir getriggert wird, was nichts anderes ist als eine Retraumatisierung von einem Ereignis, was in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit stattgefunden hat, wo du schon Knall auf Fall verlassen wurdest, wo du unsicher, in Unsicherheit warst, weil Mama und Papa instabil waren, nicht verfügbar waren. Du wurdest vielleicht vernachlässigt, du hast nicht genügend Aufmerksamkeit, Liebe, Stabilität und Sicherheit bekommen und es war immer unsicher. Und da ist ja auch der Kontrollverlust drin. Ja, und das unterm Strich kann diese Retraumatisierung von einem alten Ereignis sein, dass nicht nur das Gedankenkreisen da ist, sondern auch Angst, Panikattacken, das Gefühl, in Einsamkeit zu versinken. Ja, also das sind praktisch diese Antworten. So, was ist jetzt die Lösung? Möchte ich dir natürlich gerne sagen.
Du wirst nicht drum herumkommen, die Muster in der Tiefe aufzulösen. Videos schauen ist wichtig, ist der Anfang, es zu verstehen, aber Videos und Podcasts schauen wird nicht reichen. Ja, genauso wie es nicht reichen wird, wenn du immer wieder ein Video anschaust, wie man dicke Muskeln aufbauen kann oder wie man seine Ausdauer mit Joggen trainieren kann. Ja, nur vom Video schauen, wenn du auf der Couch sitzt und dir das anschaust, wachsen keine Muskeln und trainierst du nicht deine Ausdauer. Und genauso wird ein Video schauen nicht genügen, um das in der Tiefe zu lösen. Das ist was ganz Individuelles. Das heißt, du musst das Muster lösen, um frei zu werden, sage ich dir so, wie es ist. Zeit heilt keine Wunden. Du kannst sagen, okay, ach, ich lenke mich ab mit Sport oder ach, mit einer neuen Beziehung, ich mache eine Affäre, dann lenke ich mich ab. Ich fahre in Urlaub in die Karibik oder sonst was, ich kaufe mir ein neues Kleid. Konsumieren, ablenken wird dein Problem nicht lösen. Und ich bin hier, um dir zu helfen und dir nicht irgendeinen Mist oder Quark zu erzählen, der dir einfach nicht weiterhilft. Ich sag dir, was wirklich funktioniert, aber du musst es machen. Du musst die Verantwortung für dich übernehmen, rauskommen aus diesem Opfermodus, aus diesem, das ist mir geschehen und das ist passiert. Das verstehe ich, das darfst du auch gerne. Dafür ist diese Gruppe hier da. Du darfst dich auch ausjammern und ausweinen, aber nur eine bestimmte Zeit und dann ist Aufräumen angesagt, weil sonst bleibst du in dieser Schleife drin. Dann bleibst du nicht nur in der Gedankenschleife drin, sondern in der toxischen Schleife, in der Leidensschleife, in der Opferschleife. Willst du das? Ich denke nicht. Denn wenn du jetzt hier dieses Video siehst, wenn du mich hier gefunden hast, dann will dein Herz, dein Leben dir was sagen, dass du hier in diese Gruppe gekommen bist, dass du hier dieses Video schaust, wo auch immer, wie auch immer. Zeigt, dass das Leben dir was sagt, dass deine Resonanz da ist, dass du die Lösung möchtest. Also Muster lösen, Sucht lösen und in die Gedankenstille kommen. Du kannst es tun. Ich habe ganz wundervolle Online-Kurse und die helfen dir natürlich nur, wenn du sie benutzt. Es hilft dir nur, wenn du es benutzt. Wie ein Fitnessgerät. Ja, das Gewicht in der Ecke nützt dir nichts. Es nützt nur etwas, wenn du es benutzt. Also nutze die Online-Kurse, raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe. Liebeskummer extrem ist Level 1, jetzt habe ich es verkehrt rum gesagt. Also Level 1 Liebeskummer extrem, Level 2 raus aus toxischen Beziehungen, gibt es auch als Komplettpaket. Oder auch die 1 zu 1 Begleitung mit mir, wo wir dein Urtrauma auflösen und deine Themen ringsherum. Und dann hört auch das Gedankenkarussell auf. In meinem Kurs Raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe habe ich ein extra Kapitel, wie du das Gedankenkarussell stoppen kannst. Im Prinzip stoppst du das Gedankenkarussell mit einer Summe aus allem, was du heilst in dir. Also das ist nicht nur eins. Und dort aber in diesem speziellen Kapitel ist noch eine Übung drin, wie du Gedankenstille herstellen kannst in wenigen Sekunden. Das ist eine ganz wertvolle Übung. Also gönn es dir selber. Investiere in dich selbst. Das ist eine Investition in dich, in dein Leben. Was nützen dir das hundertste Paar Schuhe in deinem Schrank, wenn du unglücklich bist? Was nützt dir ein Porsche vor der Tür, wenn du unglücklich bist, wenn du einsteigst in dieses geile Auto mit Gedankenkarussell? Das ist alles keine Lebensqualität. Beschenke dich selber. Und schau, wo es herkommt. Dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Also, das soll es für heute gewesen sein zum Thema Gedankenkarussell stoppen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wenn du das Video bei YouTube siehst oder irgendwo anders meinen Podcast hörst, komm gerne in die kostenlose Facebook-Gruppe Lieben ohne Leiden. Und dort bin ich da. Ich beantworte hier kostenlos deine Fragen. Ich mache hier kostenlose Live-Videos für dich, um dir zu helfen, endlich frei zu werden. Also, ich mache es von ganzem Herzen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Jeder Tag ist ein Geschenk. Eure, deine Katja Amberg. Tschüss.